In der letzten Folge, Trine. Ich krieg keine Silberhalsketten. Schon gar keine Unterwäsche mit Spitzen. Das ist ja mal... Bitte sehr. Mach's doch gern. Den ganzen Tag stehe ich hier und jongliere mit meinen Plattformen und ihr kommt hier einfach so an, ne? Herzlich willkommen zurück zu Trine 2. Mein Name ist Stan und wir sind in dem Schloss angekommen. Es wird relativ ungemütlich. Es regnet und stürmt draußen. Und die Puzzles werden auch wieder knackiger. So, irgendwie muss ich da jetzt weiter. Ah. Nee. Bleib mal unten. Zauberer. Schein. Jawohl, ja. Sehr schön. Bestimmt der offizielle Lösungsweg. Muss ich das Wasser hier irgendwie ablassen? Ups. Nee. Wenn ich auf der Plattform stehe, ist es... störe ich selber. Oder auch nicht. Jetzt wächst was. Das macht alles kaputt. Ein Riesenschengel. That's what she said. Naja, so riesig ist auch nicht. Da bin ich Besseres gewöhnt. Okay. Wir haben einen Riesenschengel. Hier rechts haben wir nichts. Müssen wir wahrscheinlich auf das Schloss weiter hinaufklettern. Rosabelle ist anscheinend irgendeine Königin, aber ich vermute mal, dass der Schwesternkrieg, oder wie soll man das nennen? Streit, dazu gebracht hat, dass die Blume sich da verwandelt hat. Dass die eine Schwester sich zur Blume verwandelt hat. Dreh dich. Das hat sich nicht gedreht. Ich habe klare Anweisungen gegeben. Warum drehte sich das nicht? Komm zu Papa. Okay, wir stapeln Kisten. Du wolltest so Game. Du wolltest es so. Und du kriegst es auch genau so. Und zack. Ist hier noch irgendwas? Nöp. Oh. Oh. What the fuck? Wer? Yeah. Geh weg! Geh weg! Ja, mach mal. Genau. Du Kröte! Voll der Gedist! Oh! Okay, das war knapp. Also vom Angriffsmuster ist das sehr ähnlich zu den anderen zwei größeren Goblins, die wir hatten. Oder Kobolde. Ist Kobolde dasselbe wie Goblins? Was ist der Sinn des Lebens? Oh. One down. Zwei down. Not good. Der Zauberer kann nichts. Ich kann nur scheiße Post spammen. Schmutzige Tricks? Wie schmutzige Tricks? Das war überhaupt nicht schmutzig. Okay, da oben konnte ich Feuer ablassen. Aua. Okay. Mit dem Zauberer ist sinnlos, da kann ich nicht viel anfangen. Letzter Checkpoint. Da glaube ich nicht so weit. Alles steht noch. Ist seine Gesundheit auch noch so ein... Ja, ist klar. Okay, der Checkpoint gefällt mir schon besser. Wo ist Sojasauce? Da ist Sojasauce. Oh, das muss ich noch alles auf Hardcore zocken. Warum sterbe ich, wenn ich sofort runtergehe? Das ist unfair. Guckt ihr das an. Guckt euch das an. Ja, tut weh, wa?
Okay, das wird eine richtige Herausforderung, das auf Hardcore zu zocken. Guck mal, wie gut er das timet. Ich schaffe es kaum runterzukommen und schon haut er mich weg. Ah, jetzt aber. Na, damit hast du nicht gerechnet. Großer. Ah, was haben die dir nur zu fressen gegeben, Mann? Dann bist du nur so... Guck noch mal die Kleinen hier. Bald schon so viele gekillt, dass man eigentlich von Genozid reden kann. Oh, der macht was. Der wird schneller. Ja, wie gesagt, das Angriffsmuster ist das gleiche wie vorher den größeren Kobolden. Eigentlich nichts Wildes. Man läuft von rechts nach links. Doch, einen neuen Angriff hat er. Und das ist er hier. Aber der ist gleich fertig. Er liegt schon am Boden. Er ist fertig mit der Welt. Jawohl. Da warte ich aber einen dreifachen Erfahrungspunkt oder was auch immer. Ja, ich einen riesen fetten will ich auf jeden Fall. Aber ich krieg gar nichts. Ich werde diese Krone behalten. Hurra! Wir haben die Hallen für Ihre Majestät gesäubert. Und unser eigenes Königreich wird bald wieder sicher sein. Sollen wir zum Haus zurückgehen? Nicht so schnell. Ich möchte mich zuerst umsehen. Vielleicht finden wir diesen königlichen Schatz, den Rosabelle erwähnt hat. Oh, müssen wir? Ja, wir müssen. Ah, was für ein Zufall. Ganz urplötzlich öffnet sich der Ausgang, wo wir lang müssen. Und wir wahrscheinlich auch ganz unerwartet irgendwas rausfinden. Da ist die gute Isabel. Wahrscheinlich, das ist die Pflanze. Da steht ihr Name drauf. Ja, Rosabels Schwester. Die, die früher das Portalmedaillon hatte. Ja, wo ist sie denn jetzt? Mein Brief. Mein Brief. Ist auch ganz zufällig rausgefallen aus dem Regal. 100 Jahre lag er da. Aber jetzt ist er rausgefallen. Liebe Isabel. Glückwunsch zum 18. und dazu, dass du nun Kronprinzessin und Thronerbin bist. Ich habe zur Feier eine Überraschung im Keller vorbereitet. Es muss unser Geheimnis bleiben. Geh durch den Waschraum und triff mich dort. Rosabel. Das riecht sowas von nach Falle. Oh, Strain. Das Seelenartefakt. Eine große Macht. Ich könnte dich mit ihm zurückbringen und das Königreich wiederherstellen. Okay. Was hat das zu bedeuten? Bams. Jetzt kommt es an, wo wir alles kaputt gemacht haben, ne? Kommt schon, folgen wir ihm. Dann macht es einfach so die Wand kaputt. Wieso nicht einfach den Kobling vorher gekillt? Okay, Ronimo, und das Kapitel ist zu Ende. Ich weiß nicht, wie viel wir noch von mir haben. Goldkönig durchsuchten die Helden das Schloss. Sie fanden seltsame Hinweise auf eine weitere Prinzessin. Anscheinend hatten sich Isabel und Rosabel einst sehr nahe gestanden. Aber was ist ihnen zugestoßen? Obwohl Amadeus es nicht wollte, führte Zoya sie zu den Kellern, um die Geheimnisse zu ergründen, die im Dunkel verborgen lagen. Wir sehen uns hier nur schnell um und gehen dann wieder nach oben, ja? Jo, einfach schon. Na, Quatsch. Wir sind doch nicht solche Memmen. Wir machen hier natürlich. Wir räumen hier alles auf, wir sammeln alles. Wir sind im komischen Kerker. Ah. Wer hat schon so einen Keller mit einer Rutsche und. Oh Mann. Rennt um euer Leben! Was ist denn das für ein gottloser Albtraum? Trying, trying! Zurück und bringt mich nach Hause. Ich halte das nicht mehr aus. Das ist wahrscheinlich nur ein klitzekleiner Teil von einer Riesenkrabbe. Klein? Das hier? Ach, du bist keine Hilfe. Oh Mann. Der Zauberer ist ein Weich. Ich glaube nicht, dass das eine Krabbe war. So, stöpsel ab. Und wir kriegen wieder einen geblasen.
Niveauvolle Witze. What's up? So. Okay, das stand jetzt nicht auf meinem Plan, aber ich krieg das nicht mehr gedreht. Geh weg. Ich wollte das drehen. So. Und nach oben damit. Hui. Zu wenig Hui. Mehr Hui. Mehr Hui. Und das war immer noch zu wenig Hui. Was soll das denn? Was soll das denn? Okay, jetzt hat's geklappt. Warum auch immer. Jetzt kommt schneider Seuche runter. Ich habe ihn gerade letzte Woche beim Schmied Säure festmachen lassen. Was für ein Zufall. Und durch meine Updates hast du den auch noch eisfest gemacht. Auch das war ein Zufall. Gott. Der letzte Level war ja... Das ist jetzt ungemütlich hier. Oh Gott, ich mag sowas nicht. Ich mag nicht. Geh weg. Das ist jetzt ungemütlich. Ah, das war mehr Glück als Was ist darunter gefallen? Was ist das? Warum kommen da Killerkugeln raus? Und warum kommt da noch ein zweiter? Ihr seid doch, ey. So. What? So, da unten will ich nicht hin. Tada, gemeistert. Achso, der Ritter, der musste dran glauben. Den hat's zerrissen. Oh Mann. Neuer Puzzle. So, ich vermute mal, wir müssen irgendwas mit dem Brett machen. Nein. Das Brett hält es nicht aus. Aber was soll ich mit der Kiste? Wow. Da kann ich was kaputt machen. Aber wie? Von hier unten? Komm zurück, Hammer. Ich brauche dich noch. Ich brauche dich zum Hämmer. Du bist Hammer, wie du aussiehst in deinem... Oh, hier schon wieder daneben. Komm nochmal zurück. Ich hab's nicht so gemeint. So, jetzt aber. Wollt ihr mich verarschen? So. Jawohl. Schwimmt das Ding? Er schwimmt. So, was mache ich aber gegen die Säure? Wie kriege ich die Plattform wieder hoch? Und wie komme ich hier überhaupt weiter? All diese Fragen, wir erfahren hier in der nächsten Folge. Tut mir leid, Leute, dass ich hier cutte, aber es muss sein. Gebt mir ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und ansonsten sehe ich euch in der nächsten Folge. Flop. Ich hätte auch schwingen können, so wie ich gerade merke. Aber das ist ja voll uncool. Das machen hier nur uncoole Jungs. So wie Badua oder so. Ich hatte einen Checkpoint. Ich hatte einen Checkpoint, Leute. Ich habe ihn rechts aktiviert.